Hast du ein paar Fragen mitgebracht? Ja. Hoffentlich ganz viele. Oh Gott. Kannst du uns kurz erzählen, worum es im Film für zauberhafte Schwestern geht? Ja, das kann ich. In dem Film geht es um vier Schwestern, vier Mädchen. Ja. Und an dem 9. Geburtstag der jüngsten Schwester erwacht ihre Zauberkraft. Und jede kann nach einem der Elemente zaubern. Also Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ja. Und als die Letzte auch ihre Kraft kriegt, bilden sie zusammen die gute Hexe. Und in dem Moment, wo sie alle vier zusammen sind, erwacht dann das Böse, erwacht die böse Hexe. Das spiele ich. Und dann geht es sozusagen darum, dass dieses Schloss weiterhin von den Schwestern bewohnt wird. Weil im Keller gibt es die geheimnisvolle, magische Kammer, in der die Windrose blüht, die einem eben Zauberkräfte verleiht. Wo seid ihr eurem Filmcharakter besonders ähnlich und was sind große Unterschiede? Also, ich kann mich gut mit mit Flame identifizieren, weil sie ist auch eine große Schwester. Ich bin auch eine große Schwester, also ich habe eine kleine Schwester. Flame hat im Film eine große Verantwortung, weil die Eltern wissen ja gar nichts von den magischen Kräften, die sie haben. Und die versucht sie halt auch zu beschützen. Also das ist ganz wichtig, dass das niemand erfährt, dass sie magische Fähigkeiten haben. Wenn ich neu in einen Raum komme und da sind viele fremde Leute, dann bin ich auch erstmal zurückhaltend. Und ich mag Blumen sehr gerne und Pflanzen generell. Da kann ich mich auch sehr gut mit ihr identifizieren. Aber bei mir ist es so, ich bin gerne auch mal einfach, sag ich jetzt mal, nicht laut, aber einfach gerne frei und Flora ist eher ein bisschen zurückhaltender als ich. Also ich spiele Sky und Sky ist eine sehr Meinung, also wenn sie eine Meinung hat, dann sagt die auch laut. Und die ist sehr, sehr quirlig und sehr, sehr laut auch. Und damit kann ich, also ich bin auch sehr, sehr quirlig und bin auch gerne mal laut. Aber ich glaube, was uns unterscheidet, ist auch, dass sie drei Schwestern hat. Habe ich nicht, ich habe keine Geschwister und dass sie einfach alles genau recht laut sagt. Und ich denke da dann oft nochmal drüber nach, ob das jetzt wirklich Sinn macht und ob ich da irgendwen verletze. Und sie haut es einfach raus. Und ist auch gar nicht schüchtern, wenn sie mal jemandem Neues begegnet. Die vertraut dem direkt, die sagt, hey, wir sind jetzt Freunde. Aber so bin ich nicht. Ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend. Also ich bin keine Hexe. Ich kann auch gar nicht zaubern. Ich bin auch gar nicht böse, sondern habe eigentlich immer eher das Bedürfnis, dass die Menschen sich gut verstehen. Aber da, wo wir uns sicherlich gleichen, Glenda Glas und ich, ist in der Freude zu spielen. Weil die spielt ja auch, ne? Wenn du dich erinnerst, gibt es ja so Szenen, wo ich mich mit der einen treffe und so tue, als wäre ich eine so russische Agentin. Und dann gibt es die andere Szene, wo ich schon ein bisschen so tue, als ob ich aus Frankreich bin und einen französischen Akzent habe. Weißt du noch? In dem Auto. So, und das hat mir große Freude gemacht als Schauspielerin. Und ich glaube, das hat Glenda große Freude gemacht als Zauberin. Nicht aufregen, my lady. Sie wissen, was dann passiert. Immer all for one. Baxter, wir haben ein Problem. Glenda spuckt im Film Frösche, wenn sie sich aufregt. Musstest du dafür wirklich Frösche in den Mund nehmen oder wie hat das genau funktioniert? Also, nee, das sind zum einen sind es tatsächlich Kröten und nicht Frösche. Frösche sind grün und Kröten sind so ein bisschen größer und so ein bisschen warziger, ne, und dunkler. Und das haben wir so gemacht, dass ich meinen Mund beim Schluck auf ziemlich weit aufgemacht habe und hinterher wird das mit dem Computer reingezaubert, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das sind computeranimierte Tricks. Welches der vier Elemente würdet ihr gerne im echten Leben beherrschen und was würdet ihr damit anstellen? Also, ich hätte, glaube ich, am liebsten die Kraft Natur, Erde, die im Film Flora hat, weil ich finde das so total spannend, so Pflanzen wachsen zu lassen oder irgendwelche Dinge wieder reparieren zu können. Und ich finde, Pflanzen haben ganz viel mit unserer Erde zu tun und haben auch irgendwie eine Verbindung zu Tieren. Und ich liebe Tiere.
Und ja, ich würde versuchen, vielleicht ein bisschen so dem Regenwald zu helfen oder so, genau. Also ich hätte gerne zwei Kräfte am liebsten, aber ich glaube, am allerliebsten hätte ich meine Kraft. Also welche Kraft Sky hat, und zwar das ist Luft. Und ich glaube, was ich damit anstellen würde, ist das ganze Geld von den Millionären, also nicht das ganze, dass die auch noch was haben, aber halt so das Geld, was sie jetzt nicht wirklich zum Alltag brauchen, da wegzuschweben lassen und zu den armen Kindern in Afrika zu geben. Und ich hätte auch gerne Wasser, weil dann könnte ich einfach Wasser aus der Erde schöpfen und das auch Leuten geben, die das brauchen. Ja, ich hätte auch gerne Wasser und Erde, weil ich finde, das sind einfach tolle Kräfte. Und also alle Kräfte sind natürlich toll. Aber ja, wirklich, man kann mit Erde, kann man so viele Bäume, die gefällt worden sind, einfach wieder nachwachsen lassen. Und damit könnte man dem Klimawandel auch helfen. Und ja, Wasser natürlich auch für die armen Kinder in Afrika, das ist total toll. Und mir ist auch gerade noch eingefallen, Feuer wäre dann auch total toll, weil dann könnte man irgendwie die Sonne irgendwie so hinlenken, sag ich jetzt mal, dass sie nicht die ganze Atmosphäre durchstrahlt. Also alle haben was richtig Tolles. Glinda ist ja eine böse Hexe im Film. Was wäre eine besondere Fähigkeit, die du gerne hättest, und was würdest du damit anstellen? Ich will auf jeden Fall fliegen können. Und dann würde ich damit anstellen, dass ich fliegen kann. Was würdet ihr jemand, der auch gerne Schauspielerin werden möchte, für Tipps geben? Ich würde einfach sagen, mach es einfach, weil ich glaube, dass, also ich weiß, dass jeder Mensch hat ja einen Charakter. Und für jeden Charakter gibt es irgendwelche Rollen. Und ich glaube, man muss einfach so lange warten und so lange kämpfen, bis man die Rolle für sich gefunden hat. Also was ich dem jetzt sagen würde, auch bei den Castings, ist, dass man sich nicht verstellen sollte. Dass man zu der Person, die man ist, stehen sollte und auch wie man aussieht und wie man ist, weil oft ist, hat ja auch das Aussehen ein großes, ja, einen großen Einfluss darauf, ob man die Rolle jetzt kriegt oder nicht. Und ich, also was ich dem raten könnte, sich einfach nicht verstellen, weil dann ist es halt nicht die Rolle für dich und dann hast du auch keinen Spaß daran, die zu spielen. Ja, genau. Also jeder, der das mal ausprobieren möchte, soll das auf jeden Fall machen. Es gibt immer Wege, da reinzukommen. Und ich denke auch, dass jeder schauspielern kann, weil jeder kann das, die Erfahrung, die er mal gemacht hat, Erlebnisse in die Rolle mit reinpacken. Genauso das habe ich auch mit Flame gemacht. Also Flame ist ja eine große Schwester und das habe ich auch mit reingepackt, die Streitsituation mal mit einer Schwester zu haben und so. Genau. Ich würde den Tipp geben, zur Theater-AG zu gehen, weil eigentlich die meisten Schulen ja Theater-AGs haben. Und da kann man dann erstmal ein bisschen üben. Und ich bin aber ganz altmodisch. Ich finde immer, dass man einen Beruf lernen sollte. Und manchmal denken Leute, na, schauspielen kann jeder, das ist aber gar nicht der Fall. Wir halten fest zusammen. Halt! Jetzt reicht's! Ganz egal, wie weit wir halten fest zusammen. Na, auch über Glenda gelacht. Vier zauberhafte Schwestern. Hey, alles in Ordnung? Hi. 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 Bin ich jetzt wieder dran?